Liebe Kasimira, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie merken, es ist gar nicht so einfach, die richtige Sitzposition hier zu finden. Das ist kein Zufall und keine Nebensache, sondern hier und heute für mich zumindest die Hauptsache. Wir haben unsere beiden Überlegungen unter einen Titel gestellt. Zum Raum wird hier der Leib, eine Assonanz natürlich an Richard Wagners Parsifal, wo die Zeit zum Raum wird. Wir gehen davon aus, dass Philosophen einen Körper haben und dass dieser Körper sich in einem Raum bewegt, aufhält, wie auch immer. Und wir gehen davon aus, dass die Art und Weise, wie ein Philosoph sich leiblich positioniert, vielleicht nicht ganz ohne Einfluss ist auf die Art und Weise seines Denkens. Ich beginne meine kleinen Ausführungen mit einem winzig kleinen Vorspiel und dann kommen drei ebenso winzig kleine Teile. Das Vorspiel besteht aus einer kleinen Anekdote eines mittlerweile, nehme ich an, fast vergessenen Dichters. Zu Herrn K. kam ein Philosophieprofessor und erzählte ihm von seiner Weisheit. Nach einer Weile sagte Herr K. zu ihm: Du sitzt unbequem. Du redest unbequem. Du denkst unbequem. Der Philosophieprofessor wurde zornig und sagte: Nicht über mich wollte ich etwas wissen, sondern über den Inhalt dessen, was ich sagte. Es hat keinen Inhalt, sagte Herr K. Ich sehe dich täppisch gehen und es ist kein Ziel, das du, während ich dich gehen sehe, erreichst. Du redest dunkel und es ist keine Helle, die du während des Redens schaffst. Sehend deine Haltung interessiert mich dein Ziel nicht. Das war eine seinerzeit gern zitierte und gern diskutierte Geschichte aus der Reihe der Geschichten des Herrn Keuner von Bertolt Brecht und sollte wohl ganz unmittelbar und direkt auf den Zusammenhang aufmerksam machen zwischen der Haltung, die man als Denkender an den Tag legt, und den Gedanken, den Inhalt der Gedanken, die man als Denkender preisgibt von sich aus artikuliert. So wird diese Geschichte in der Regel interpretiert. Mich interessiert ganz was anderes an dieser kleinen Geschichte, nämlich der erste Satz. Es ist ja nicht so, dass Herr K. zum Philosophieprofessor gegangen wäre und den einer unbequemen Haltung vorgefunden hätte, die ihn skeptisch werden lässt, sondern der Philosophieprofessor kommt zu Herrn K. Das heißt, das Ganze hat sich in der Wohnung des Herrn K. abgespielt. Dort gab es offensichtlich unbequeme Situationen, schlechte Sessel und mangelhafte Sitzgelegenheiten, so wie zum Beispiel hier. Das heißt, die Art und Weise, wie solch eine unbequeme und deshalb auch philosophisch uninteressante Haltung zustande kommt, ist wiederum nicht unabhängig vom Raum, in dem sich dieser Leib aufhält oder aufhalten muss, bewegt oder eben in einer gewissen Art und Weise einen Ruhezustand einnehmen will, um zu denken. Die These, die ich also hier an diese ganz kleine Keuner-Geschichte anknüpfe, ist also diejenige, dass die räumliche Situation, in der philosophiert wird oder der Anspruch erhoben wird zu philosophieren, nicht ganz unabhängig oder nicht ganz ohne Einfluss ist auf das Denken selber. Meine These ist jetzt, oder ich möchte das an drei Beispielen, an drei Varianten zeigen, an drei Raumvarianten, die alle eine bestimmte Art und Weise des Denkens und der philosophischen Gestik nach sich ziehen. Es können sicher unzählige Situationen imaginiert werden, räumliche Situationen, die einen Einfluss auf den Leib haben und gleichzeitig dadurch das Denken präformieren. Ich habe mir drei ausgesucht, weil ich auch glaube, dass sie in der Geschichte der abendländischen Philosophie nicht ganz ohne Bedeutung war.
Der erste, das ist der erste kleine Hauptstück jetzt, der erste Raum, den ich etwas betrachten, wäre zu viel verlangt, nur andeuten kann, ist natürlich der Marktplatz. Wie Sie wissen, entstand die Philosophie auf dem Marktplatz, also zumindest die europäische Philosophie, sofern sie sich unmittelbar der Wirklichkeit zuwendet und nicht sozusagen reine Naturspekulation ist, sofern sie mit Menschen zu tun haben will und sich an Menschen richtet und an Menschen orientiert, ist der Marktplatz ihr Entstehungsort. Aber was heißt das? Ist ja nicht nur ein Zufall, dass Sokrates sich gerne auf Märkten aufgehalten hat, sondern dass dort er seine Gesprächspartner gesucht und gefunden hat. Natürlich, weil das auch das politische Zentrum, das kommunikative Zentrum der antiken Polis war, aber schon auch, weil am Marktplatz das getan wird, was man auf Marktplätzen eben macht bis heute, man handelt, man tauscht. Ich habe wieder eine kleine anekdotische Geschichte, um das zu illustrieren, worin sozusagen die prekäre Situation der Philosophie besteht, wenn sie ihre Geburt am Marktplatz erlebt, weil sie dann sofort offensichtlich schon in der unmittelbaren Phase ihres Entstehens mit zwei Marktvarianten konfrontiert wird, von denen ich meine, wir haben sie noch immer nicht ausgestanden. Ich zitiere die berühmten Eingangspassagen, das ist ganz kurz von Platons Dialog Kratylos. Es ist wie immer der Marktplatz und auf diesem Marktplatz tritt ein Bekannter auf Sokrates zu und möchte über ein bestimmtes Problem eine Auskunft. Ich sage gleich, das Problem, um das dieser Dialog sich dann rankt, interessiert mich an dieser Stelle auch nicht sonderlich. Der Gesprächspartner von Sokrates ist Hermogenes. Der sagt, es gibt hier einen Kratylos, o Sokrates, der behauptet, es gäbe von Natur einen richtigen Namen für jedes Ding. Mir erscheint das zweifelhaft. Wenn du nun, o Sokrates, das Rätsel des Kratylos lösen könntest, so würde ich das gerne hören. Noch lieber aber würde ich deine eigene Meinung über die Richtigkeit der Namen und der Begriffe erfahren, wenn es dir genehm ist, sie mir mitzuteilen. Das ist die berühmte Szene, wo sozusagen exponiert wird, dieses ganz, ganz zentrale Problem der Philosophie, ob Namen tatsächlich sozusagen etwas Substanzielles über die Dinge aussagen, durch die sie bezeichnet werden, oder ob Namen reine Konventionen sind. Wie gesagt, wie Sokrates versucht, das Problem zu lösen, interessiert mich gar nicht, sondern mich interessiert die erste Antwort des Sokrates. Er sagt nämlich, oh Hermogenes, Sohn des Hipponikos, es gibt ein altes Sprichwort, schwer ist das Verständnis des Schönen. Das muss in der Antike Sprichwort gewesen sein, aktuell ist es gerade nicht. Und dann setzt er zu, das Verständnis der Namen ist keine geringe Aufgabe. Wenn ich allerdings schon bei dem Sophisten Prolikos seinen Vortrag für 50 Drachmen gehört hätte, durch den man, wie jener sagt, hierüber aufgeklärt wird, so könntest du leicht sofort die Wahrheit über die Richtigkeit der Namen erfahren. Nun habe ich allerdings bei Prolikos nicht den Vortrag für 50 Drachmen gehört, das kann ich mir eben nicht leisten, sondern nur den Vortrag für eine Drachme. Daher kenne ich den wahren Sachverhalt der Dinge nicht. Doch bin ich bereit, ihn mit dir und Kratylos gemeinsam zu untersuchen. Die Erkenntnis solcher Dinge ist schwer, aber man muss sie gemeinsam vornehmen und prüfen, wer recht hat, du oder Kratylos. Sie sehen sofort, worum es hier geht. Ist natürlich ironisch, Sokrates' Angriff auf die Sophisten, die sich ja ebenfalls auf diesen Marktplätzen herumgetrieben haben und offensichtlich damals schon das getan haben, was uns allen nahegelegt wird, nämlich ihr Wissen, ihre Fähigkeit.